Du kannst die Flasche ruhig haben. Ja. Die beiden Sachen können wir verstauen. Blödsinn. Gib mal die raus, die raus, die raus. Den sollte auch irgendwann mal einer trinken. Wahrscheinlich die Schurkin, da die als einzige noch keinen Headhunt für Thwaite hat. Ich hoffe mal, der passt doch da rein. Ja. Was wollte ich jetzt? Das kann jetzt mal hier rüber. Achso, ja. So, Notfall-Heiltränke. Mana-Tränke und Notfall-Heiltränke. Und das ist die absolute Notfall-Potion. Gut. Ich bin hier safe. Ich bin hier absolut safe gerade. Und ich bin gerade irgendwie lieber im Gaia's Gateway, also im Yggdrasil, als in dieser scheiß Gruft mit den scheiß Mumien. Oh. Hätte ich was sagen sollen diesbezüglich. So, mal kurz runterlassen. Ich wollte eigentlich gerade sagen, er ist auch nicht mehr so gut im Treffen, aber da habe ich mich jetzt gerade geirrt. Der Typ haut irgendwie schon ziemlich gut rein. Und wir müssen gleich eh schlafen. Okay. Ein Zyklopenauge. Was macht das? Ich habe jetzt den Tough Trade. Den hatte ich vorher schon. Hast du den eigentlich auch? Ja, hast du. Du nicht. Du auch nicht. Okay. Tough sind nochmal 15 Lebenspunkte. Kriegst also du 15 Lebenspunkte. Das sind 15 Lebenspunkte. Hast du jetzt mehr als sie auf einmal. So, und jetzt wieder schlafen. Ich muss sagen, mit dem Bogen ist er eigentlich gar nicht mal so schlecht. Muss ich mal mit dem anderen Bogen jetzt vergleichen, jetzt wo der keine Power mehr hat. Und ja, was ein bisschen blöd ist, ist gerade die Mana-Regeneration bei den beiden. Die haben verdammt viel Mana. Die hauen aber auch das Mana ziemlich stark raus.
So. Ja, mit 356 und 345 Mana, das ist schon ziemlich krass viel. So. Attack Power 24, Speed 33 jetzt. Wow, also der Bogen ist böse, ey. Jemand Hunger? Oh ja, ich tippe gerade so ein. Hier. Deconstruct sieht fast wie ein T aus. Will ich mich da wirklich hinschiften? Ich könnte mich da hinschiften, da lande ich aber wahrscheinlich auf der Todesfalle. Kein Risk Shift hier möglich. Okay. Ein Schiff zurück ist auch jederzeit möglich. Das ist auch gut. Ja, solche Sachen kann ich löschen. Wird's wieder dunkler? Ne, hier ist es allgemein nur dunkel. Und ja. Knöpfe. Hier komme ich einigermaßen klar. Wollte ich sagen? Au, wo ist der? Wo kommt der zweite jetzt plötzlich her? Au. Okay, das sind keine normalen. Die haben Plattenkürze getragen.
Ja, die Ranger Battle Vest ist aber besser. Also ein blöder Plattenkürass. Ich frage mich gerade, habe ich dran gedacht, die Tür da wieder zuzumachen, wo der gehörnte Teufel, wie ich ihn jetzt mal einfach nenne, rausgekrochen gekommen ist. Oder habe ich einfach jetzt nur noch einen Feind mehr? Noch so ein Schild der Wildnis. Create Food. Das ist ein Erdmagie-Spruch der Thieving. Ist nett, aber unnötig. Stuff Defense. Talisa's Casting Experience allows greater learning. Oh, cool. Ich muss sagen, sie hinkt ihm schon ein bisschen hinterher. Deswegen kriegt sie in Zukunft die Skillbooks. So. Wieder eine Schuriken. Der Twisting Bow ist cursed. Attack Speed nur 9, dafür ein bisschen mehr Schaden. Ändert sich das, wenn ich schieße? Klingt auf jeden Fall komisch, wenn man damit schießt. Okay. Nee, ich war so schlau und hab's wieder zugemacht. So, erstmal wieder hochheilen. Und dann weiß ich jetzt nicht, ob es so klug ist, den Dekonstruktionsspell einzusetzen, um das Gerümpel wegzuräumen, oder ob ich das einfach mit meinem guten Nahkämpfer, mit dem Schwert mache. Okay, da ist ein Schreihals. Da ist auch ein Schreihals. Im Weg. Ich habe eh das Gefühl, dass ich niemals das gute Ende finden werde, weil ich... ...in Yggdrasil zu viel
übersehen habe.